Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Jo, Minotauren, Trolle, alles hier vertreten. Viele Wege, die irgendwo hinführen. Ah, das führt nach da runter und das führt dann auch da so rum. Okay. Wildschweine und alles Mögliche. Und ein Zwerg. Gori Gundason. Tach. Na, wen haben wir denn hier? Willkommen auf dem Schwertfels, Freund. Ich bin Gorin, Gideons Sohn. Kommt, setzt euch zu mir. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Pfeife vertragen. Was führt euch hierher? Adamantinum, mein Freund. Das kostbarste Metall unter der Sonne. Man findet es hier oben allerdings nur noch sehr selten. Früher war das anders. Ich könnte euch Geschichten über dieses Land erzählen. Was habt ihr über den Schwertfels zu Was berichten? habt ihr über den Schwertfels zu berichten? Das will ich euch gern sagen. Oh, Cutscene. Der Schwertfels verdankt seinen Namen dem Berg, der wie eine Schwertklinge emporragt. Das Land hier ist alt. Die Felsen wispern noch das Lied der Weltgeburt. In den Tälern lauern Urwesen und Trolle. Und hoch im Norden wacht ein Riese über den Schatz von Brahir. Er ist harmlos, aber kommt seiner Höhle nicht zu nahe. Einst schürften meine Brüder hier Adamant, aber das ist lange her. Denn die Steine erhoben sich gegen uns im Zorn. Sie erschlugen die Zwerge und verfluchten das Land und die Felsen. Aber unter all diesen dunklen Kreaturen stoßt ihr hier manchmal noch auf ein Geschöpf aus den alten Tagen, aus den unergründlichen Tiefen unserer Welt. Ich sehe, ihr seid ein Diener der Rune, deshalb noch eins. Gleich hier, hinter den Felsen, findet ihr ein fruchtbares Tal. Dort steht noch ein Runenmonument des Zirkels. Und solltet ihr Dvorsnik, den Einsiedler, treffen, dann fragt ihn nach einem guten Schild. Der alte Bursche fertigt hervorragende Schilde, müsst ihr wissen. Okay, hat er noch was zu sagen? Nun, habt ihr es euch anders überlegt? Dieses Schmauchkraut hier wird euch ordentlich den Schädel durchpusten. Ein andermal vielleicht. Ich muss weiter. Dann seht nur zu, dass ihr auf euch aufpasst. Ihr seid ein Diener der Rune, nicht wahr? Ein Rat von mir. Haltet euch hier gleich rechts. Dort findet ihr ein fruchtbares Tal. Ich glaube, da steht noch eines dieser Monumente. Also ja, das Elfenmonument hier. Stimmt, das gab's auch noch. Da gibt's den Diener der Elemente. Und große Waldspinnen und sehr viele Beeren. Also ja, erstmal muss ich den Schwertfels von Gegnern und Spawnern säubern, bevor ich irgendwas anderes hier mache. Also, Das ist ein abgesehen von Hinterhalt! dem Portal aktivieren. Und ja, man merkt, die Gegner hier Vorsicht, sind jetzt Gegner! mittlerweile viel zu schwach für uns. Ja, als ich Spellforce das erste Mal gespielt habe, bin ich sofort nach den Windfallbergen hierher gekommen, in den Schwertfels.
Und hab hier so ein bisschen auf Deckel gekriegt. Ja, die Waldspinne ist definitiv zu underlevelt. Also ja, wir hätten den Schwertfels voll schon viel früher machen können, nur dann halt richtig. Ich habe nämlich bei meinem ersten Playthrough, ouch, das Elfenmonument gar nicht genutzt. Obwohl ich es hätte nutzen sollen. Also ich bin gleich hergekommen, hatte von den Zwergen den Steinbruch, die Mine und die Schmiede und halt Milizen und Wachmänner. Ah, das mache ich mal kurz nach den... Gucken. Ja, neue Runen. Menschenrune habe ich keine neue. Die habe ich alle auch ausgetauscht. Gut. Das heißt, beim nächsten Händler mal die Runen bloß werden. Also ja, ich habe das hier komplett ignoriert. Da oben ist der Riese jetzt auf der Karte zu sehen. Genau, bin hier runter und habe mir das Zwergenmonument gehabt. Und habe dann, wie gesagt, ordentlich auf die Nase bekommen. Weil die Zwerge nicht stark genug waren und nicht genug Einheiten waren. Also verschiedene Einheiten. Ich dachte halt, ich könnte es damit schaffen, aber habe ich nicht. Deswegen bin ich damals dann hier abgehauen und habe in den südlichen Windwaldberg weitergemacht. Bin dann, glaube ich, nach den südlichen Windwaldberg dann wieder hierher gekommen. Oh, und hier ist sehr viel Zeug. Wir werden angegriffen! Also da sollte ich schon eine Armee haben, bevor ich da durchgehe. Umfrage starten können. Wollt ihr, dass ich das hier mit Elfen oder mit Zwergen mache? Aber habe ich irgendwie nicht mehr richtig dran gedacht. Und ja, den da erreichen wir eh nur von der Seite aus. Also hier hinten rum irgendwo. Oder halt hier über den Fluss. Könnt natürlich auch Elfen nehmen, aber Zwerge sind lustiger für dich. Ich nehme halt alles wahr gedacht, dass man sich eine Elfenbasis aufbaut, also von den Entwicklern. Dass man hierher kommt nach den südlichen Windwaldbergen. Sich hier eine Elfenbasis aufbaut und die Zwerge nur benutzt, um Eisen zu schürfen. Wäre auch eine Möglichkeit auszuprobieren. Steinling. Hm. Wir werden angegriffen! Okay, die Riesenfeldspinne. Das ist ein Hinterhalt! Macht auch keinen schlechten Schaden, aber sie trifft uns so wirklich oft. Und weg ist sie. Oh, da ist auch ein Steinling. Hier werden noch mehr Eisen. Ja, wir hätten halt hier keinen Mondsilber. Das heißt, wir dürften uns nur auf eiserne Truppen verlassen. Okay, und zudem kommen wir wahrscheinlich nur auf Umwegen rüber.
Elementarpunkt Erde, die werden Steinlinge spawnen, sobald sie aktiv sind. Und ja, man sieht, Steinlinge sind nicht gerade beeindruckt von... Das ist ein Hinterhalt! Dem Damage, den wir machen. Das ist ein Hinterhalt! Aber sie brennen. Sie sind zum Glück nur Level 5, deswegen geht das einfach. Runenkrieger! Zu mir! Beschädigter Helm. Ja, irgendwann müssen wir auch wirklich mal wieder Sachen verkaufen. Ja, Steinlinge und Steinwächter. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Ja, irgendwo hier oben dann rum. Okay, dann machen wir es einfach mal so, wie es gedacht und gewollt war. Mann, sind hier viele Bärensträucher. Ja, das heißt, wir müssen den Zugang und den Zugang später mit Türmen und Eiswerfern etwas absichern. Und ja, wir haben hier unten nur jede Menge Eisen, aber sonst nichts Besonderes. Ja, Eisen und Stein. Also kein Mondsilber, das heißt keine starken Zwergeneinheiten. Also Eliten und Verteidiger können wir uns abschmieden. Oh, da kommt die Truppe. Wir werden angegriffen! Macht aber zum Glück nicht viel Schaden und geht schnell down. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Tiermenschen mähen. Und ja, da hinten sind auch Tiermenschenbehausungen. Zur Stelle. Es ist mir eine Ehre. Ja, ich werde am besten Holzproduktion gleich hier unten errichten. Und ja, bei den Steinen ist schon mal ein Spawner aufgetaucht.
Hier oben bei den Trollen sehe ich keinen direkt. Ich sehe nur Orks.